So, liebe Leute, gebt gut Acht, denn wir haben euch was mitgebracht. Wir erzählen euch heute das Märchen vom Aschenbrödel. Aber wirklich ganz anders. Ich bin euer Erzähler. Und ein lokaler Bezug auf Raps ist eventuell zufällig und nicht erwünscht. In der Originalrolle, der Prinz. Ich bin der Prinz eurer Träume. Ich bin so schön und ich bin noch zu haben. Und in der heutigen Erzählung? Ich bin der Bürgermeister eurer Träume. Ich bin auch so schön, aber nicht mehr zu haben. In der Originalrolle, die hässlichen Schwestern. Wir sind die hässlichen Schwestern. Und in der heutigen Erzählung? Wir sind die zwei lustigen Gemeindeangestellten. In der Originalrolle Aschenbrödel. Ich bin Aschenbrödel. Und in der heutigen Erzählung? Na, dann bin ich halt die Waldi. In der Originalrolle? Die gute Fee. Ich bin die gute Fee. Und in der heutigen Erzählung? Ich bin's, der Erwin aus St. Pölten. Und wir haben die Traumrolle. Es war einmal in unserer Gemeinde ein Prinz, genannt der Bürgermeister. Ich bin der Bürgermeister und ich bin verheiratet. Und in dieser Gemeinde, da arbeiten noch zwei lustige Angestellte. Wir sind die zwei lustigen Gemeindeangestellten. Und die Kollegin der lustigen Gemeindeangestellten ist Waldi. Ich bin eine leere Kasse. Wir sind so froh, wir dürfen zum Ball. Ich bin so traurig, ich darf heute zum Ball. Waldi, kauf uns feste Kleidung. Okay. Waldi, kauf uns Sandschuhe. Okay. Waldi, bring uns unsere falschen Zähne. Okay. Wir sind froh, wir dürfen mit dem Bürgermeister tanzen. Wenn er sich traut. Genau das. Okay. Waldi, du bleibst hier. Du hast heute Journaldienst. Okay. Ein bisschen später. Ich bin so traurig. Sei nicht so traurig. Ich bin's, der Erwin aus St. Pölten. Ich kann dir sicher helfen. Ich bin so erschrocken. Warum bist du so erschrocken? Ich darf
heute mal zum Ball. Sie darf eigentlich nicht zum Ball, aber ich sag, sie darf wohl. Ich darf nicht. Du darfst schon zum Ball. Ich darf nicht. Ich bin der Erwin aus St. Pölten. Wenn ich sag, du darfst zum Ball, dann darfst du zum Ball. Okay. Waldi, du sollst heute das wunderschönste Ballkleid des Abends tragen. Schau, dass deins kriegst. Nach Möglichkeit in den besten Farben, die Niederösterreich hat. Natürlich im Blau-Gelb. Okay. Und einen Koffer mit Geld bringe ich auch mit, Herr Bürgermeister. Ich bin so froh. Okay. Hol mich bitte ab. Okay. Ich hol die Waldi ab. Aber vergesst ja nicht, ich muss zu Mitternacht wieder nach Hause fahren mit meinem Chauffeur. Natürlich nach St. Pölten, in mein Reich. Okay. Etwas später auf dem Ball. Ich bin's, der Bürgermeister. Und der Hochwasserschutz kostet verdammt viel Geld. Warum hast du nicht Nein gesagt? Die Kasse ist leer! Ich weiß, ich werde mit den Erwin aus St. Pölten sprechen. Okay! Wir sind auch dabei! Okay! Und einen neuen Traktor mussten wir auch noch kaufen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Und ich? Ich bin der Erwin aus St. Pölten. Ich hoffe, du hast uns was mitgebracht. Das habe ich alles mit Waldi ausgemacht. Gell, Waldi? Okay. Es ist Mitternacht, als der Turmuhr 12-mal schlägt. Oh, es ist schon Mitternacht. Erwin aus St. Pölten muss jetzt fahren. Okay. Und dann fuhr er weg. Oh Mist! Habe ich überhaupt den Geldkoffer und den Schlüssel bei mir? Oh, wo wird das wohl alles sein? Oh, du Schreck, sie hat den Schlüssel nicht.
Ich muss ihn finden. Ich muss die Kasse füllen. Und für alle, die es nicht gesehen haben, ich habe heute schon sehr viel getanzt. Ich bin so traurig. Ich finde den Schlüssel nicht. Und ich? Ich bin noch immer der Erwin aus St. Pölten. Du bist doch gar nicht dran. Oh, Entschuldigung. Tu mir den Stiftungserwin nicht vergrämen. Der Bürgermeister ging am nächsten Morgen mit seinen Angestellten nochmal ins Hotel Thayer, um nach dem Schlüssel zu suchen. Wir brauchen den Schlüssel. Wir sind nicht schuld. Ja, ich weiß. Und ein teures Feld für die Bauplätze sollten wir auch noch kaufen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Wir sind nicht schuld! Ja, das war, bring's mir zum Wahnsinn! Ich weiß! Ich hab den Schlüssel gefunden, probier den mal! Er passt! Nein, er passt nicht! Doch, er passt! Nein, er passt nicht. Doch, er passt wohl! Nein, er passt nicht. Okay! Waldi, probier du ihn mal. Er passt. Ich bin so froh. Und ich bin erst froh, aber nicht mehr zu haben. Und ich werde den Erwin aus St. Pölten zum Ehrenbürger von Raps ernennen. Warum werden wir das nicht? Weil ihr im Original die hässlichen Schwestern seid. Okay. Und ich, der Onkel Erwin, bin heute wahrscheinlich zum letzten Mal da. Weil dann ist aus. Aber ich habe extra für Raps eine eigene Stiftung gegründet. Passt auf drauf! Aber ich hoffe, die Johanna wird uns auch so gut gesehen sein. Das wird wohl so sein! Die Angestellten und der Bürgermeister werden wohl noch lange für das Wohl der Bürger im Raps sorgen, damit sich auch in Zukunft unsere Kinder in Raps wohlfühlen.